Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von tradingportal.net. Bevor es losgeht, wieder der Hinweis, wer einen Lostopf möchte für die Auslosung am Wochenende, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, ein Like da lassen und einen Kommentar verfassen und ihr seid bei der Auslosung dann am Samstag dabei. Aber kommen wir zum Marktgeschehen. Es geht weiter nach oben in dieser Handelswoche. Es wird der Weg des größtmöglichen Schmerzes gegangen. Hier ist Harold zu sehen. Short, überwiegend Short Trader, 38 Jahre. So sieht er aus, wenn eben das Umfeld sehr schwach ist und dann die starke Gegenbewegung einsetzt. Schauen wir uns gleich in den Shortbildern genauer an. Denn so langsam laufen wir in eine Zone hinein. Das ist der Weg des größtmöglichen Schmerzes. Impulslos sind wir nach oben gelaufen. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Aber jetzt kommt doch ernsthaft Widerstände, wo dann jetzt die Bullen wieder Morgenluft wittern, merke ich schon eine ganze Zeit in meinen Kommentaren. Thema V-Erholung und Beise-Dips zum Allzeithoch lebt wieder, dass jetzt langsam die Umkehr wieder einsetzen muss. Aber wie gesagt, schauen wir uns gleich in den Shortbildern etwas genauer an. Der gestrige Handelstag hier nochmal zu sehen. Nasdaq war der Outperformer. Nun 5 von 6 Handelstagen waren grün. Die Wochenperformance der DAX mit 0,4%, der Dow Jones 1,9% im Plus, Nasdaq 1,62%. Auf Monatssicht auch interessant, steht der DAX nur unverändert, S&P 500 3% im Plus, Dow knapp unter 3%, Nasdaq ebenso 3% im Plus. Also der DAX wackelt ein bisschen hinterher, das ist gestern schon aufgefallen, haben wir ein bisschen im Premium-Bereich diskutiert, dass er eigentlich diese Kombi-Widerstandszone, die Ausbruchzone, die man ja zu gerne nochmal anläuft, testet, an der 14.800, dass er sich doch ziemlich müht und die US-Indizes ist jetzt schon nah an wichtige Ziele Zone laufen. Es kann sein, dass die Zone eben zu offensichtlich war. Interessant auch die Jahresperformance. S&P 500 nur minus 5%, jetzt Dow minus 4%, also ist schon relativ reduziert. Die ganzen Verluste, die Wall Street war ja nie in einem Bärenmarkt drin, die waren auch der S&P 500 mit jährlichen Durchschnittsrücksetzer von minus 13% hat er auch nur erreicht. Also hier ist eigentlich gar nicht viel passiert, aber ich denke, dass jetzt die Luft langsam dünner werden dürfte. Auch die Bewegung, die wir jetzt sehen seit letzter Woche, ist der größte Short Squeeze seit Januar 2021. Ordentlich nach oben, als die am meisten leer verkauften Aktien, die hat es nach oben gepusht, die Bären, der Weg des größtmöglichen Schmerzes, der wurde gegangen und ja, so langsam werden alle Bären rausgeschüttelt und dann geht es eben wieder in die andere Richtung, so funktioniert nun mal die Börse, auch interessant, die Anleiherenditen nach den Aussagen von Jerome Powell, also Notenbankern, ziehen weiter an, ganz konträr zum Aktienmarkt, das ist schon eine Divergenz, auffällig. Das kann man auf Dauer nicht so halten. Gestern auch Mester, FED-Vize, also Vize-Notenbank-Chef, sich geäußert und hat auch gesagt, ja, müssten gegebenenfalls direkt auch mehrere große Zinsschritte wagen. Ich sehe da auch den Mai und ja, auf alle Fälle auch ab Mai die Bilanzsummenreduzierung. Also hier kommt auf alle Fälle noch jetzt der richtige Schwung hinterher. Man möchte in der Tat stark und schnell straffen, da hat die geopolitische Lage nichts geändert und die Anleiherenditen, die ziehen genau diese Aussagen, auf diese reagieren sie und die preisen sie ein. Nur der Aktienmarkt, der ignoriert. Warum? Weil er auf dem Weg des größtmöglichen Schmerzes für die Bären noch unterwegs ist, aber vermutlich schon sehr nah an die Zielzone sich befindet. Schauen wir uns gleich an. Nochmal der Hinweis fürs Gewinnspiel. Jetzt gehen wir direkt hinein in die Indizes, beginnen mit unserem DAX. Cetra Start war noch nicht. Ich bin ein bisschen früh dran, aber sei es drum. Ja, wir haben noch hier die Wochenkerze, aktuelle Wochenkerze im DAX Wochenchart. Auffällig, wir bewegen uns immer noch innerhalb der Vorwochenrange. DAX hat die Vorwochenrange nicht verlassen können, aber hat eben auch unsere ersten Wochensupport hier an der 14.310 verteidigt. Ja, haben wir getestet, gleich am Montag und verteilt. Jetzt sind wir über die 400 gestiegen und an der 510 angekommen. Kommen wir dort drüber, sind weitere können wir es oberhalb festsetzen, dann ist dieser Inside Day, kann dann negiert werden oberhalb der 560 zu 620 wäre das der nächste bullische Wochencluster. Falls wir dort drüber kommen, wäre eben die Ausbruchzone an der 14.800 mit dem Abwärtstrend 14.950 zu nennen. Aber es fällt auf, dass man mit angezogener Handbremse fährt, dass man dort gar nicht so einfach hinlaufen möchte, obwohl die US-Indizes pushen. Dieses auf alle Fälle
schon etwas bemerkenswert, aber eben, naja, der DAX leidet eben besonders unter dieser geopolitischen Veränderung und vielleicht ist auch diese Zone die Ausbruchszone, wo mehrere Marken zusammenkommen, auch unter anderem das 61,8er Retracement, ist die vielleicht wieder zu offensichtlich. Zu offensichtliche Marken sind nicht, sind gefährlich, die werden dann eben nicht mehr angesteuert. Aber das sind die Cluster, ne? Die bullischen Cluster. Momentan haben wir noch eine enge Range. Unterhalb der 300 hingegen geht es über die 14.180, ist in dem Bereich 14.000, 14.030 wäre der bärische Cluster, falls jetzt irgendein Impuls aufkommt. Unterhalb die 13.810 und brechen wir dann dort durch, ist die nächste größere Widerstandszone 13.600 zu nennen. Aber normalerweise, ich habe es euch im Wochenausblick gesagt, ich gehe eher davon aus, dass dies dann eine Übergangswoche wird, falls man auch den Inside, den ich verlasse, Inside Week, also die Spanne innerhalb der Handels vor Wochenrange, dass man hier dann so eine neutrale Wochenkerze stehen lassen, dann am Freitag vielleicht sogar als Doji, wird auch gut passen. Da wäre es vielleicht eine Gipfelkerze, man könnte dann in der nächsten Woche wieder den Weg 14.000, 13.600 aufschlagen. Mal sehen, also momentan hält der Wochensupport. Wir gehen hinein. Auch hier schauen wir uns nochmal an. Wie gesagt, die Retracement seit der Bewegung Allzeithoch zum Jahrestief. Sind wir nur am 50er Retracement bisher angekommen. Stehen dort jetzt auch seit 5, 6 Tagen. Hangeln wir uns am 50er Retracement lang. Hier oben ist diese Ausbruchzone, ne? 14.800 knapp mit dem Abwärtstrend, mit dem 61,8er Retracement, den horizontalen Widerstand der alten Seitwärtsrange 14.8 zu 16.000. Also es ist sehr, sehr offensichtlich. Dieser Sprung muss doch kommen. Der kommt doch heute, muss er doch kommen. Sieht so offensichtlich aus, weil er auch dieses 50er Retracement verteidigt. Aber er setzt nicht an, obwohl die US-Indizes pushen. Mal sehen, also oberhalb der 14.300 lebt zumindest diese Chance, aber es ist auffällig, dass er diese so ungern ergreifen möchte. Es bräuchte irgendeinen Impuls, vielleicht doch wieder Friedenshoffnung, keine Ahnung. Dann könnte man hier noch hinlaufen. Also diese Zone blinkt ziemlich deutlich auf, oberhalb der 14.3 auch ein logisches Ziel, aber meiner Meinung nach schon ziemlich offensichtliches Ziel und dann ja, muss man da sich die Frage stellen, ob das dann wirklich auch noch angesteuert werden kann. Also bisher hier sowieso nur seitwärts verlieren wir den Kampf an der 14.3, geht es hier in den Bereich 14.000, haben wir auch noch ein Gap offen. Bei 13.968 war das, glaube ich, 78. Ja, auch hier herangezoomt, nochmal die Seitwärtsrange zu sehen und die möglichen Tagescluster heute zu erkennen. Wir haben den ersten Support, würde ich bei 14.440 sehen. Momentan, die Future kommt wieder etwas zurück. Mal sehen, wie dann die erste Cetra-Handelsstunde ausfallen wird. Also 14.440, ersten Support. Oberhalb würde ich die Spanne, den ersten Widerstand an der 14.530 sehen. Kommen wir dort rüber, im Idealfall auch per Startkurs. Mal sehen, dann die Aufhellung in den Tagescluster 585 zu 670. Mehr müsste da auch heute nicht passieren. Da könnte man weiter Stück zur Ausbruchzone laufen, die wir nämlich darüber zu nennen, die 14.785 und die 820 wären das der nächste Cluster. Also oberhalb der 440, die 530, kommen wir über die 530 ideal per Startkurs erste Stunde verteidigen, dann sieht das erstmal gut aus, dass man über die 585 zur 670 steigen können. Unterhalb der 440, dann sieht es ein bisschen schwächer aus, dann bleibt man in die Range der letzten Tage über die 14.375 zur 275 als ersten bärischen Cluster, darunter sei die 14.180 zu nennen, brechen wir durch. Über die 110 geht es dann zu 14.000 weiter. Und wir gehen jetzt weiter in den US-Markt hinein. S&P 500 US-Markt seit mehreren Tagen fester, gestern auch wieder fester. Und ja, es ist ein bisschen die Formation, die wir so ein bisschen besprochen haben, so als Excel-Plan, als Weg des Schmerzes für die Bullen, für die Bären. Die kommt jetzt urplötzlich auf. Ne? Plötzlich haben wir diese ISKS-Formation, die nimmt in der Tat Form auf Schulter. Hier unten der Kopf mit einem Doppelboden, hässlicher Doppelboden, aber aufgegriffen und dann eben hoch. Und dann müsste dann in den 4.500, 4.600 Bereich droht die Gefahr, dass die Sache wieder in sich zusammensackt. Dann die ISKS-Formation, die Ziele hätte bis zum Allzeithoch, aber vermutlich wird er diese Formation dann nicht aufgreifen. Aber es ist dieser Weg, der jetzt hier eingeschlagen wurde, ist schon eine ordentliche Gegenbewegung von 9%. Und ja, gut zu sehen, dass wir noch ein paar Pünktchen hätten und
war ja unvorstellbar, wie soll dieser Weg hier eingeschlagen werden, ne? Welchen Impuls soll es denn geben in diesem Umfeld? Ja, es war vermutlich das negative Umfeld, dass man diese Spanne nun aufgeschlagen haben. Der SMA 200 zusammen mit dem 50er Dresden bei 4.465, 65, erster Support heute. Oberhalb kann eben die Spanne weiter aufrecht gehalten werden. Zum 61,8er Dresden kombiniert mit der 100 Tagen, die laufen wunderbar zusammen. Auch noch eine Trendlinie dazwischen, also dreifach Widerstand an der 4550. Also oberhalb der 4460, 65 lebt noch die Chance, dass man die 4550 sehen können. Und das ist dann meiner Meinung nach dann schon im Bereich, okay, hier kann es noch ein bisschen Stop-Loss-Fishing geben. Aber die Luft wird in dem 4500er Bereich nun wieder dünn. Das ist der Weg des Schmerzes, den wir gegangen sind. Hier kommt ein dreifach Widerstand. Hier ist die mögliche ISKS-Formation drin, wo dann eben sowieso, selbst im bullischen Fall, müsste hier dann die rechte Schulter noch ausgebildet werden. Und dann müssen wir schauen, ähnlich wie übergeordnet hier erst die große Schulterkopf-Schulter-Formation, die auch angestrebt worden ist, aber dann eben nicht aktiviert wurde, sehe ich das dann hier ähnlich, ne? Mit dieser ISKS-Formation, die könnte man dann anstreben, 4500 Bereich Schwäche und dann rechte Schulter, dann mal sehen, ob sie aktiviert wird, vermutlich laufen dann hier aus. Also hier sind wir fast fertig, der Weg des Schmerzes ist fast gelaufen. Herangezoomt nochmal für den möglichen heutigen Cluster, würde ich bei 4480 den ersten Support sind für eine erste Range über die 4500 zur 4530. Das wäre die erste bullische Range. Oberhalb geht es weiter in zur 100-Tage-Linie an der 4550, 55, wird das Band mit hochgezogen, wenn wir diese Bewegung sehen, darüber sei dann die 4590 zu nennen. Da wäre die ISKS-Formation eigentlich schon sauber ausgebildet, aber 4500, die Luft wird dünn in diesem Bereich. Unterhalb der 4418 gegen enge Spanne zur 4450. Fallen wir dort durch, sind wir an der 50-Tages-Linie 4425 und darunter der nächste Cluster mit dem EMA 200 bei 4395. Falls wir dort durchbrechen, ist der Gipfel sowieso schon gesetzt. Hinein, auch zu sehen, RSI läuft in den überkauften Bereich hinein. Zuletzt sind wir dort immer wieder abgeprallt, gerade auch wenn wir hier die Hochpunkte in dem 4500er Bereich gesehen haben. Hinein in den Dow Jones, ebenso mit der Erholungsbewegung, der auf Jahressicht nur minus 4,2% steht, hat aber auch noch ein bisschen Luft. Die mögliche ISKS-Formation, ne, haben wir ja hier auch immer wieder thematisiert. Hätte ja auch noch durchaus Luft bis zum 61,8er Dresden und darüber könnte man sogar noch mal die Hochpunkte aus Februar sehen. Aber er müht sich hier etwas und wir haben jetzt den SMA 200, also die 200-Tage-Linie vor der Nase. Mal sehen. Also so ganz einfach läuft das hier jetzt gar nicht mehr vonstatten. Oberhalb der 34.600 lebt aber die Möglichkeit, dass man Richtung 35.165 laufen kann. Das steht vielleicht heute noch zur Debatte. Momentan sind wir ein bisschen Probleme, aber mal schauen, wie wir dann reinkommen. Der Cluster, jedenfalls 34.600, lebt die 35.165. Und dort drüber kommen, ist in der Tat nochmal ein Sprung, größerer Sprung von gut 500 Punkten zu erwarten. Unterhalb der 34.600 trübt hingegen die Sache doch merklich wieder ein. Also auch hier, mal sehen, dünne Luft könnte aufkommen. Auch hier nochmal herangezoomt, die möglichen heutigen Cluster zu sehen. Wie gesagt, hier die 34.600, 630 ersten Supportbereich heute. Oberhalb wäre die Spanne über die 34.755 zum SMA 200 zugleich mit dem oberen Bollinger Band bei 34.980 zu nennen. Wäre das unser Cluster direkt darüber, die 100-Tage-Linie kombiniert mit dem 61,8er Dresden bei 35.165, falls wir dort weiter steigen, 35,4. Aber ich denke, die ganz großen Sprünge werden wir hier nicht mehr sehen in diesem Bereich. Unterhalb der 34.600 hingegen wäre die 34.460 und dann die 34.330 zu nennen. Brechen wir dort durch, ruft die 34.110 und die 34.000. Darunter ist nochmal ein Schwung von 300 Punkten zum mittleren Bollinger Band möglich. Aber nicht ohne Impuls wird dies gehen.
hinein in den Nasdaq. Der hat ja auch schön die Cluster ausgebildet. Ne? Die Cluster haben so schöne Kombimarken hier, der EMA 200 mit dem 50er Dresden. Da sind wir nun gestern angekommen, gut erreicht, gut abgelaufen, nicht durchgebrochen. Kommen wir dort rüber über die 14.700, 720, dann der auch hier nochmal der Sprung zum 61,8er Dresden möglich, kombiniert mit dem SMA, mit der 200-Tage-Linie. Also das wäre dann ein guter Sprung, der dann von der 700 zu 15.150 möglich wird und auch hier zu sehen, ja, der Weg des größtmöglichen Schmerzes innerhalb dieser möglichen ISKS-Formation. Fast kann hier schon abgebrochen werden an 50er Dresden, aber von mir aus, falls man denn wirklich über die 14,7 kommt, wäre auch noch das 61,8er Dresden möglich. Dann die ISKS hätte Chance fürs Allzeithoch. Ich persönlich glaube nicht daran, aber ich lasse mich eines Besseres belehren, falls wir dann wirklich über die 15.150 kommen. Aber da sind wir ja noch nicht. Bisher ist das eben dieser Weg des Schmerzes, den wir hier erleben. Von daher glaube ich, dass die Formation dann auslaufen wird und wieder nicht aktiviert wird. Und die kann durchaus auch schon am 50er Retracement auslaufen. Also ich glaube, dass man hier einfach, weil wir haben es ja im Kommentarbereich, ist alles so schlimm, alles so schlecht, niemals kann das nach oben gehen, dann geht es eben doch nach oben und geht diesen unglaublichen Weg. Diesen haben wir jetzt auch weit durchschritten, 50er Retracement erreicht, mögliche ISKS ist angedeutet. Ich vermute, hier wird die Luft dünn. Wir haben noch diesen möglichen Cluster auch hier beim Nasdaq, aber ich finde das Chancen-Risiko-Verhältnis auf der Oberseite jetzt absolut nicht mehr erstrebenswert und würde lieber beobachten, ob wir hier vielleicht den Gipfelkerzen übergehen. Herangezoomt auch für den heutigen Handelstag nochmal, wir hätten hier die 14.550 als ersten relevanten Support. Ober wäre die Spanne zum EMA 200 zu nennen bei 14.685. Kommen wir dort rüber, über die 810 zur 890 wäre der nächste Cluster und darüber eben in der Tat der SMA 200 an der 15.110. Unterhalb der 14.550 hingegen geht es über die 460 zur 14.390. Brechen wir dadurch, dann wird der Gipfel schon gefestigt über die 14.270 zum Monatspivotpunkt bei 14.165. Noch tiefer, da hätten wir den Kombi-Support um 13.955. Das soll es gewesen sein. Ich schaue kurz rüber, wir haben den Cetra-Start und er kommt gerade etwas schwächer rein. Habe ich nochmal hier den Tag geschaut. Ja, wir haben hier die 530 als ersten relevanten Widerstand. Wir sind direkt an der 530 nun abgedreht und haben auch die Spanne jetzt zur 440, vielleicht wird sie ausgebildet. Also die Bullen müssten jetzt eigentlich über die 530 kommen. Mal sehen, ob wir das schaffen auf den ersten Stundenschluss. Dann hätten wir noch die Spanne, über die 14.585, dann hier der Monatspivot bei 6,70 wird dann auch noch rufen. Aber auffällig ist, dass wir immer noch innerhalb der Vorwochenrange uns befinden und die US-Indizes, wir haben es gerade gesehen, die sind schon relativ weit gelaufen und haben vermutlich so langsam dünne Luft in diesem Bereich gefunden. Das soll es gewesen sein mit dem kurzen Market Briefing. Auf tradingportal.net gibt es dann natürlich die aktuellen Shortbilder. Wir haben keine größeren Impulsgeber heute. Gestern auch Impulsarm nach oben. Anleihemarkt, der sagt eigentlich, die Notenbanken machen verdammt ernste Aktienmarkt die Augen zu. Warum? Weil im Herald unser Shorttrader erstmal abkassiert werden muss. Und wenn der abkassiert ist, dann sind die Bullen wieder dran. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen gelungenen Handelstag. Macht's gut und ciao.